3 Erweiterungen in einem Jahr. Ein Traum für fast alle Sims-Spieler. Wann die dritte wahrscheinlich veröffentlicht wird und was es noch für Hinweise in Bezug auf die nachbarschaftliche Erweiterung gab, seht ihr jetzt. Die neueste Erweiterung für The Sims 4 wird schon bald angekündigt, sehr bald um genau zu sein. Auf Wikipedia gibt es nämlich dazu eine ganz gute Liste. Wir sehen schon, die letzten 4 Erweiterungen sind eher in der Frühling- bis Sommerzeit rausgekommen. Snowy Escape kam dann im November raus, ist also auch schon ein bisschen her. Quasi alle Packs, die in der zweiten Hälfte des Jahres veröffentlicht wurden, sind im November rausgekommen. Wir haben hier einmal den 13. November, den 15. November hier bei An die Uni oder den 16. November. Es ist immer November. 10. November, 1. November, also da ist ein eindeutiges Muster zu erkennen. Die einzige Erweiterung, die da rausfällt, ist auf jeden Fall Zeit für Freunde. Die wurde hier im Dezember veröffentlicht. Da muss man dann aber auch dazu sagen, dass dieses Pack ursprünglich eigentlich auch im November erscheinen sollte, bis es dann von den Entwicklern offiziell verschoben wurde. Ich glaube, ihr merkt ganz eindeutig, worauf ich hinaus will. Ich denke nämlich, dass wir vielleicht jetzt schon so Mitte November doch mit der Erweiterung rechnen können, dass sie da wirklich erscheint. Wenn wir jetzt so ein bisschen über die Ankündigung nachdenken wollen, da ist es dann so, dass die Entwickler immer zwischen der Ankündigung und dem offiziellen Release ungefähr so einen Monat Zeit lassen. Hier ist aber die Zeitspanne dann nicht so eindeutig, wie das jetzt bei der Veröffentlichung auf jeden Fall der Fall war. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, bei Pferderanch lag zwischen Ankündigung und Veröffentlichung 2 Wochen, bei Zusammenwachsen waren es 6 Wochen, hier waren es dann 4 Wochen, bei Landhausleben waren es dann auch wieder 6 Wochen. Und bis ab ins Schneeparadies habe ich geguckt, waren es 3 Wochen. Das ist jetzt natürlich deutlich schwieriger zu prognostizieren. Wenn wir jetzt ungefähr davon mal die Mitte nehmen, also so circa 4 Wochen, wäre es also, wenn wir sagen, das Pack wird noch im November erscheinen, realistisch, dass es zum Beispiel am 30. November erscheint. Also könnte es damit sein, dass zum Beispiel am 31. Oktober dann die Erweiterung auch offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt wird. Ich glaube, wann das Pack erscheint, da können wir uns sicherer sein. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, die Entwickler wollen wahrscheinlich die Packs nicht im Dezember noch veröffentlichen, einfach aus dem Grund, weil sie das wahrscheinlich vor dem Weihnachtsgeschäft machen wollen, damit Leute das ihren Kindern zum Beispiel zu Weihnachten schenken können. Und da ist es dann halt wahrscheinlich besser, wenn das Pack schon ein bisschen vorher irgendwie veröffentlicht wurde. Deswegen halte ich so Mitte, Ende November wirklich für realistisch. Bei der Ankündigung ist es dann schwieriger, aber ich glaube halt trotzdem, dass wir jetzt so in den nächsten, ich würde schon fast sagen, maximal 2-3 Wochen eine neue Ankündigung erhalten. Auch wenn es jetzt natürlich sehr spekulativ war, obwohl ich mir sehr sicher bin, dass das ungefähr so eintritt, gab es noch einen recht interessanten Tweet von EA Spanien. Die haben nämlich in so einer kleinen Spaßumfrage zum neuen lukrative Hobbyküche-Accessoire-Pack unter anderem auch gefragt, ob wir am liebsten Pizza, Waffeln oder thailändisches Essen zu Mittag essen werden. Und das fand ich ganz spannend, weil thailändisches Essen im neuen Accessoire-Pack überhaupt nicht vorkommt und sich damit aus meiner Sicht die Hinweise verdichten, dass vielleicht die neue Welt oder halt zumindest das neue Essen einen Bezug zu Thailand hat. Aber normalerweise war es ja immer so, dass das neue Essen, das dazu gekommen ist, auch so ein bisschen das Weltenthema oder die neue Welt so ein bisschen repräsentiert hat. Die Wahrscheinlichkeit für eine neue thailändische Welt steigt aus meiner Sicht auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja in der nächsten Zeit auch noch weitere Leaks, da halte ich euch natürlich gerne auf dem Laufenden. Lasst, um das nicht zu verpassen, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dazu habe ich auch von euch ein paar spannende Kommentare bekommen. Unter anderem wird sich hier zum Beispiel ein Grundstückstyp speziell für eigene Apartmenthäuser von Melanie Hartung gewünscht. Das fand ich ganz cool. Ganz ehrlich, wir haben schon mit Großstadtleben die Apartments ins Spiel bekommen, konnten die aber im Vergleich zu den Vorgängern irgendwie nicht richtig selber bauen und das dann vielleicht mit dieser Erweiterung nachzuholen, wäre aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel auch schon Mods, die ermöglicht haben, dass man mit mehreren Haushalten richtig auf einem Grundstück leben kann. Das nachbarschaftliche Thema würde dazu passen. Oder wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass wir die Geschäfte, Restaurants oder so auch auf unserem Wohngrundstück leiten könnten, das wäre auch mega cool. Das dann wahrscheinlich eher für ein vorangegangenes Gratis-Update vor der Erweiterung. Ich habe ja im Erweiterungspack-Video die These aufgestellt, dass wir vielleicht zum Beispiel Hotels ins Spiel bekommen. Da haben einige von euch mir widersprochen, was ich auch verstehen kann. Vielleicht wäre es leider für die Entwickler dann doch ein bisschen zu viel in das Pack einzubauen, auch wenn es natürlich total
total traurig ist, dass es so läuft. Den Kommentar von Mavea Starlight fand ich noch sehr spannend. Thailand hat sehr viel Potenzial, wie Windenburg zu werden. Also ein Strandviertel, Großstadtviertel und was weiß ich, ein ländliches Viertel. Da muss ich auf jeden Fall zustimmen. Als ich mir so ein bisschen die Bilder angeguckt habe, war es ja schon so, dass es da viel Natur gibt, aber halt auch so krasse Städte irgendwie. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Entwickler dann vielleicht auch wieder zwei- oder dreigleisig fahren. Schaut auch gerne bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Dort findet ihr viele Packs und auch ganze Spiele deutlich günstiger. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Da könnt ihr auch am aktuell laufenden Gewinnspiel teilnehmen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.